kannst doch jetzt nicht einfach gehen. Doch. Kannst du nicht. Machst du nicht. Willst du nicht? Und wie ich das will. Wolltest du nicht bei mir schlafen? Ach, dafür bin ich wieder gut. Aber du meinst doch, du hast deinen Schlüssel vergessen. Stimmt. Danke. Also, willst du immer noch? Ja. Dann lass uns wieder reingehen. Rein, nein. Nein? Ja, nein. Kannst du kurz... Mila, ich... Eli, ich... Ja? Du bist im Weg. Sorry. Ist gut. Kannst du dich bitte von der scheiß Tür verpissen? Was ist denn jetzt dein Problem? Du stehst vor der Tür. Oh, stimmt. Ich meine, was dein Problem mit uns ist. Das habe ich dir auch vorhin schon alles gesagt. Ein Scheiß hast du mir gesagt. Schrei mich nicht an. Wir sind doch jetzt beide laut, da bin ich doch nicht derjenige, der rumschreit. Sorry. Ist gut. Gut. Mit wem schreibst du? Mit dem Mädchen, wo ich bin. Okay. Mit wem schreibst du? Mit dem Mädchen, wo ich bin. Okay. Mit wem schreibst du? Sag mal, sicher, dass du nicht auf den Kopf gefallen bist? Sorry. Ist gut? Ist gut. Mila. Eli. Mila. Eli, ja? Was ist denn? Ich glaube, du schreibst gar nicht mit dem Mädchen. Hm? Ich glaube, du schreibst mit ihm. Wem? Na, ihm, du weißt schon. Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ich weiß nicht, was dich das angeht. Jetzt noch angeht. Ich habe dich doch auch nie gefragt, wenn du mit ihr geschrieben hast. Wem? Na, ihr, du weißt schon. Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ich muss mal. Ich habe sie nicht gefunden. Hä, die ist doch gleich da drüben. Oh, echt? Ah, die war voll. Was ist los? Was machst du denn? Lass doch. Lass mich doch da sein für dich. Du hattest deine Chance oft genug. Dann gib mir noch eine. Wozu denn? Das ist doch verrückt. Immer und immer das Gleiche zu versuchen und auf ein anderes Ergebnis zu hoffen. Wir wissen doch, wie das ausgeht. Nein, wissen wir nicht. Wir machen die Scheiße schon seit 2 Jahren mit. Ja, vielleicht läuft es diesmal besser. Hör doch auf, immer alles gut zu reden. Hör doch auf, immer alles negativ zu sehen. Schrei mich nicht an! Wir sind doch jetzt beide laut, da bin ich doch nicht derjenige, der rumschreit. Hattest du was mit ihr? Wem? Na ihr, du weißt schon. Nein. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Nein. Was nein? Nein, hatte ich nicht. Lüg nicht. Was ist denn dein Problem? Ich sag dir gleich, was mein Problem ist. Ja, mach das. Ja, jetzt warte doch kurz. Gut. Gut. Mila. Eli. Wieso denkst du, ich hätte was mit ihr gehabt? Wieso hast du mich das denken lassen? Hab ich das? Oft genug. Wieso hast du nie was gesagt? Keine Ahnung. Ich hatte die letzten Wochen nie das Gefühl, ich könnte mit dir drüber reden. Sorry. Das ist gut. Ja, nicht wirklich, oder? Nein, ich schätze nicht. Ich weiß nicht. Jedes Mal, wenn ich an uns denke, denke ich nur daran, wie ich versuche, dir zu gefallen. Wie meinst du das? Ich verstehe ja, dass du auch mal deinen Abstand brauchst, aber ich denke, ich war nie wirklich weit oben auf deiner Prioritätenliste. Wieso denkst du das? Wieso hast du mich das denken lassen? Ich weiß nicht. Ich bin einfach aber so. Aber das ist doch keine Entschuldigung. Ich weiß.
weiß doch auch nicht. Deswegen hast du mit ihr geschlafen, weil du weißt... Ich habe nicht mit ihr geschlafen. Wenn du nicht weißt, ich habe nicht mit ihr geschlafen. Warum schreist du mich an? Wir sind doch jetzt beide laut, da bin ich doch nicht der... Sorry, nee, ich bin laut. Machen wir uns nichts vor. Nein, ich war laut. Sorry. Ist gut. Ich habe nicht mit ihr geschlafen. Das ist doch jetzt gar nicht der Punkt. Was denn dann? Wir tun uns nicht gut. Du redest für uns beide und entscheidest alleine. Das ist doch nicht fair. Du redest von Fairness und betrügst deine Freundin. Ich habe nicht mit ihr geschlafen. Wie auch immer. Ich dachte, das ist nicht der Punkt. Ist es auch nicht. Ich habe nicht Hör mit auf, ihr... Hör auf, dich und mich weiterhin anzulügen. Ich weiß, du würdest mich nicht absichtlich verletzen, aber es ändert trotzdem nichts an der Tatsache. Wer bist du eigentlich? Mila. Lass es, das war's. Wer bist du? Bist du noch die Mila, in die ich verliebt bin? Bist du das? Ich erkenne dich gar nicht mehr wieder. Jedes Mal, wenn ich an dich denke, denke ich an all die schönen Zeiten, die wir hatten. Und wenn ich dich anschaue, sehe ich... Alles, was du siehst, ist eine scheiß gute Person, die verdammt nochmal versucht, alles richtig zu machen. Und vielleicht sollte ich das nicht, vielleicht ist das mein Problem, der Punkt, an dem ich falsch bin. Aber ich kann nicht anders, ich bin nun mal so. Ah. Was? Ich habe Schmerzen. Ich auch. Oh. Tut's weh? Doch, kannst du. So bist du nicht. Bitte? Du bist nicht die Person, die du beschreibst. So wärst du Ach, gerne, komm, halt's aber... Mal. Seit Monaten hänge ich mich in diese Scheiße und alles, was du sagst, ist, ich sei anders? Du verkackst und nur weil ich mir das nicht mehr länger gefallen lassen möchte, bin ich diejenige, die anders ist, die du nicht mehr wiedererkennst? Das war's. Wie das war's? Das waren noch deine Worte. Ja, waren es, weil ich jetzt dran bin, das zu machen, was ich denke, was richtig ist. Dich eventuell unabsichtlich zu verletzen und zu entscheiden, ob ich dir verzeihe oder nicht. Du kannst mir gar nicht verzeihen, ohne dass ich mich entschuldigt habe. Ja, das ist doch das Problem. Du nimmst es einfach hin. Warte, du verletzt mich und ich soll mich bei dir entschuldigen? Ja. Musst du dich nicht entschuldigen? Ja. Nein. Wer muss ich denn jetzt entschuldigen? Du. Wieso soll ich mich denn entschuldigen? Damit du mir zeigst, dass ich dir wichtig bin. Aber mache ich das nicht ohnehin schon, ohne dass du mich verletzt? Nein. Ist mir gar nicht aufgefallen. Vielleicht warst du damit beschäftigt, andere... Egal. Aber ich mag dich doch. Wirklich? Scheiße. Was? Ich habe mein Feuerzeug verloren. Ich muss mal... Danke. Bitte. Gut. Gut, Mila. Eli? Willst du noch zu mir reinkommen? Nein, danke. Es ist zu spät. Eigentlich ist es schon früh morgens. Aber zu früh ist auch nicht unbedingt passend. Ist passend unbedingt nötig? Bitte? Nichts, sorry. Alles gut. Nein, wirklich. Es tut mir leid. Ist gut. Nein. Wirklich. Es tut mir leid. Ist gut. Gut? Gut, wirklich. Ich weiß nicht. Ich schon. Ich weiß nicht, wie du mir all das verzeihen kannst. Verziehen. Ruh dich aus und pass auf deinen Knöchel auf. Nach all dem, was passiert ist, ich dachte, du willst mich nicht mehr. Ich bin müde. Du kannst bei mir schlafen. Nein. Nein? Ich bin müde, ich will das alles nicht mehr. Oh. Aber dich jetzt nicht mehr in meinem Leben zu haben, das würde mir nicht gut tun. Aber du willst nicht bei mir schlafen? Ich will dich, aber anders. Ich kann nicht ohne dich. Ich bin immer für dich da. Aber anders? Aber anders.